Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Eine Frau zeigt Mut. Kampfansage an Putin. Die Witwe des Kreml-Kritikers Nawalny will die Oppositionsarbeit fortführen und bekommt die Unterstützung der EU-Außenminister. Stillstand im Nahverkehr mit Streiks an 3 Tagen will die Gewerkschaft Verdi kürzere Arbeitszeiten und längere Urlaubs- und Ruhezeiten durchsetzen. Und Rekordmeister in der Krise, 3 Niederlagen in Folge bringen Bayern-Trainer Tuchel und sein Team in arge Bedrängnis. Sie sei vor allem Mutter und Ehefrau. Mit diesen Worten hatte Julia Nawalnaja bisher alle politischen Ambitionen zurückgewiesen. Doch jetzt, 3 Tage nach dem Tod ihres Mannes, kündigte die 47-Jährige per Video an, sie werde seinen Kampf für ein freies Russland fortführen. Zitat: Ich fürchte mich nicht, fürchtet auch ihr euch nicht. Das drängt in Brüssel sogar den Streit ums Geld in den Hintergrund. Gunnar Krüger. Привет. Hallo, mein Name ist Julia Nawalnaja. Ich bin das erste Mal hier und eigentlich sollte ich nicht hier sitzen. So beginnt das Video auf dem YouTube-Kanal ihres in Haft verstorbenen Mannes. Und so endet es. Ich werde die Sache von Alexei Nawalny fortsetzen und kämpfen um unser Land. Ich rufe euch auf, an meiner Seite zu stehen. Die EU versucht es. Die Außenminister spenden Beileid und senden eine Botschaft. Russlands Opposition, die Ukraine, die EU, alle stünden in einem Abwehrkampf gegen Putin. Mit der Brutalität, mit der der russische Präsident gegen die Freiheit der Ukraine vorgeht, geht er auch gegen die Freiheit seines eigenen Landes vor. Putin ist ein Mörder. Die beste Antwort wäre, wenn wir endlich unsere Arbeit machten und die Ukraine unterstützten. Die Ukraine führt Rückzugsgefechte. Soldaten gaben zuletzt die Stadt Avdiivka auf, auch aus Mangel an Munition. Mehr tun für die Ukraine, dazu mahnt, damit nervt der deutsche Kanzler andere Europäer, vor allem weil Deutschland zugleich seinen Anteil an der gemeinsamen jährlichen Militärhilfe von 5 Milliarden Euro kürzen will. 1,2 Milliarden will Deutschland verrechnen mit hohen Hilfen, die es direkt an die Ukraine leistet. Wir haben es bisher als 27 geschafft und wir müssen geeint bleiben, um der Ukraine zu helfen, statt jetzt Alleingänge zu machen. Es sind diese 27, die Julia Nawalnaja noch versprechen, sie würden Sanktionen verschärfen und Putin zur Verantwortung ziehen. Sie will den Kampf ihres Mannes fortführen, Armin Körper, in Moskau. Was bedeutet das für Julia Nawalnaja persönlich und für die Opposition in Russland? Für sie selbst bedeutet das, dass ihr Leben heute gefährlicher geworden ist. Sollte Frau Nawalnaja nach Russland einreisen, muss sie damit rechnen, sofort festgenommen zu werden. Und auch im Ausland sind Putins Gegner ja nicht wirklich sicher. Wenn wir von der russischen Opposition sprechen, dann ist das, denke ich, eigentlich nur noch eine politische Haltung und keine politische Kraft. Eine politische Opposition gibt es in Russland nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Frau Nawalnaja die jetzt aus dem Ausland wiederbeleben kann. Denn wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Oppositionelle im Ausland dann auch schnell in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Nichtsdestotrotz ist der Schritt von Frau Nawalnaja heute ein symbolischer, der auf dem politischen Parkett im Westen durchaus Spuren hinterlassen hat. In Russland wird er das wahrscheinlich eher nicht. Vielen Dank für diese Informationen live aus Moskau. Armin Körper war das. Die EU-Außenminister haben bei ihrem Treffen auch den Weg freigemacht für die Marinemission zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer. Der Einsatz soll internationale Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Milizen aus dem Jemen schützen, unter der Führung Griechenlands. Deutschland wird mit der Fregatte Hessen beteiligt sein. Sie ist schon auf dem Weg zum Einsatzort. Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen TikTok eröffnet. Unter anderem geht es um die Frage, ob die Videoplattform genug für den Jugendschutz und gegen die Verbreitung schädlicher Inhalte tut. Problematisch seien die Privatsphäre-Einstellungen und die Altersüberprüfung der Nutzer, aber auch womöglich süchtig machende Algorithmen. Im Extremfall droht eine Geldbuße von 6% des globalen Jahresumsatzes.
Sei es die Bezahlkarte für Geflüchtete oder Hilfen für die deutsche Wirtschaft. Über einige Reizthemen streiten die Regierungsparteien SPD, die Grünen und FDP gerade wieder heftig. Auf die Spitze trieb das am Wochenende FDP-Generalsekretär Cezaray. Der ließ wissen, dass die FDP lieber mit der Union regieren würde und mit der auch gemeinsame Lösungen fände. Patricia Wiedemeyer mit Reaktionen aus Berlin. Es sagt viel aus über den Zustand der Ampel, wenn der FDP-Generalsekretär Signale sendet in Richtung Union. Heute dann versucht er, dieses wieder einzufangen. Eine gute Zusammenarbeit mit der Union, das habe er nur auf die Wirtschaftspolitik bezogen. Ich habe keine Koalitionsaussagen gemacht oder sonst was, aber ich habe schon aus meiner Sicht deutlich gemacht, wo die politischen Schnittmengen aus meiner Sicht existieren. Die CDU, sie reagiert eher verhalten auf die Avancen der FDP. Jeder kämpfe für sich, so Parteichef Merz. Und überhaupt, ob die Union Rücksicht auf die FDP nehme, hänge doch von ihrer Stärke oder Schwäche ab. Wenn wir sehen, dass die FDP praktisch bedroht ist von einem erneuten Aus im Deutschen Bundestag, dann werden wir auch dementsprechend die Wählerinnen und Wähler der FDP adressieren. Dass die FDP die Union für den besseren Koalitionspartner hält, Folge des Dauerstreits in der Ampel über immer wieder neue Themen, sei es das Lieferkettengesetz oder die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Deutliche Worte heute von den Koalitionspartnern. Hamburg und Bayern haben bereits Bezahlkarten auf den Weg gebracht und der Ausschreibungsprozess der anderen 14 Bundesländer läuft bereits. Das heißt, wir sehen, alle rechtlichen Möglichkeiten liegen auf dem Tisch und es wird kommen. Wir sind dafür gewählt, Verantwortung zu übernehmen und nicht die Nation mit Debatten über Sachen in 2 Jahren zu belästigen. Dass es überhaupt Zeitungsinterviews wie diese gibt, zeigt, wie nervös die FDP derzeit ist, wie sie versucht, Opposition innerhalb der Ampel zu spielen. Das tut sie ja schon länger, allerdings ohne wirklichen Erfolg. Denn alle Umfragen zeigen, auch rein rechnerisch würde es gar nicht reichen für eine schwarz-gelbe Koalition. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Das gab sie gemeinsam mit CDU-Chef Merz nach einer Sitzung des Parteivorstands bekannt. Ihre Leidenschaft für Europa sei in den letzten Jahren gewachsen, sagt die 65-Jährige. Die Unterstützung von der Leyen durch die konservativen Parteien in Europa gilt als sicher. Nach den Europawahlen im Juni müsste sie von den EU-Staats- und Regierungschefs nominiert und vom EU-Parlament für weitere 5 Jahre gewählt werden. Gerade hat die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz begonnen. Doch schon vor dem Auftakt hat der Vatikan mit einem scharfen Brief die Reformversuche ausgebremst. 2022 sind in Deutschland mehr als 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. So viele wie noch nie. Der synodale Weg sollte Abhilfe schaffen. Bischöfe und Laien wollten Erneuerungen beraten. Jetzt aber blockiert der Papst. Jürgen Erbacher. Gegenwind nicht nur aus Rom. Vor dem Tagungsgebäude in Augsburg versammeln sich Kritiker von Reformen. Drinnen sollte eigentlich über das Statut für ein Gremium abgestimmt werden, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam über wichtige Fragen der Kirche im Land entscheiden. Es war ein zentrales Anliegen des Reformprojekts Synodaler Weg. Doch in einem Brief aus dem Vatikan vom Wochenende heißt es: Ein solches Organ ist vom geltenden Kirchenrecht nicht vorgesehen und daher wäre ein diesbezüglicher Beschluss der Bischofskonferenz ungültig. Die Bischöfe haben die Abstimmung von der Tagesordnung genommen, aus Respekt vor den römischen Verantwortlichen, so der Vorsitzende Bischof Georg Betzing. Auf den von Rom gewünschten Dialog wolle man sich einlassen, doch er kritisiert eine Verzögerungstaktik. Ich sage das hier ehrlich, wir könnten schon viel weiter sein. Die Gespräche könnten längst geführt sein. Und für die Verzögerung liegt die Verantwortung klar auf der Seite Roms. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken erwartet, dass die Bischöfe zu ihrem Wort stehen, an den Reformen und an dem gemeinsamen Gremium festhalten. Sonst? Wer nach unserer Überzeugung weiteres Vertrauen zerstört, denn wir wissen aus der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, aus der jüngsten Untersuchung mit repräsentativen Daten, dass 96% der deutschen Katholikinnen und Katholiken dringend Reformen erwarten. Neben den internen Reformen beraten die Bischöfe bis Donnerstag über die Zukunft der Demokratie im Wahljahr 2024 und sie wollen ein Grundsatzpapier zum Thema Krieg und Frieden vorstellen.
Wer heute den öffentlichen Nahverkehr nutzen wollte, hat es vielerorts zu spüren bekommen. In 14 Bundesländern streiken diese Woche die Beschäftigten im ÖPNV. Schwerpunkt heute ist Niedersachsen. Jedes Land verhandelt getrennt, aber in diesen Kernforderungen sind sich die Beschäftigten einig. Kürzere Wochenarbeitszeit, mehr Urlaubstage, Entlastungen für Schicht- und Nachtarbeit. Aus Hannover, Oliver Deuker. Seit 3 Uhr in der Früh streiken sie. 2 Tage wird in Hannover weder Bus noch Bahn fahren. Die Gewerkschaft Verdi will Druck machen vor der dritten Runde im Manteltarifstreit. Wir haben immer noch kein Angebot auf unsere Forderung. Es steht immer noch im Raum, dass die Arbeitgeber Verschlechterungen des Tarifvertrages haben wollen. Wir brauchen aber Entlastung und attraktive Arbeitsbedingungen anstatt noch mehr Belastung und auch noch eine Kürzung des Krankengeldzuschusses, wie es die Arbeitgeber wollen. Vor allem das Kürzen der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von 39 auf 13 Wochen lehnen die Mitarbeiter ab, neben der von den Arbeitgebern gewollten Erhöhung der Wochenstundenzahl. So geht es also ums Geld, aber auch um die Attraktivität des Arbeitsplatzes. Wir müssen es einfach auch schaffen, diese Berufsgruppe wieder attraktiver zu gestalten. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir müssen versuchen, neue, junge Stadtbahnfahrerinnen und Busfahrer auszubilden, einfach damit hier draußen auch weiterhin gefahren werden kann. Und das kann unter diesen Arbeitsbedingungen leider nicht mehr geschehen. Es ist ein sehr verantwortungsvoller Job. Und es ist halt, wir wollen halt einen Ausgleich dafür haben, was wir machen. Stillstand im öffentlichen Personennahverkehr. Mal wieder, was denken die Fahrgäste? Inzwischen ist man natürlich ein Stück weit genervt, wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Auf der anderen Seite haben die Leute Recht zu streiken. Der Streik ist schon wichtig natürlich, aber genervt ist man natürlich auch. Kommenden Donnerstag wird weiter verhandelt. Die Arbeitgeber betonen, dass die Beschäftigten ab März 13% mehr Lohn bekommen, wie es im Herbst mit dem neuen Entgelttarifvertrag vereinbart wurde. Und noch ein Streik. Morgen ist das Bodenpersonal bei der Lufthansa zum Warnstreik aufgerufen. Bis zu 90% der geplanten Flüge wurden gestrichen. Schon heute Abend fallen in Frankfurt mehr als 50 Flüge aus. Das liege zum Teil daran, dass Techniker, Logistiker und die IT schon heute Abend im Warnstreik sind, so die Lufthansa. Es war heute genau vor 4 Jahren, als ein Rechtsextremist in Hanau wütete. Innerhalb von 12 Minuten erschoss er 8 junge Männer und 1 junge Frau aus Hass und Rassismus. Die Mahnung, die daraus folgt, könnte nicht aktueller sein, sagt Innenministerin Faeser. Susanna Santina berichtet. Gedenken am Morgen auf dem Friedhof in Hanau, wo 3 der Getöteten begraben liegen. Für die Angehörigen ist es heute ein besonders schwerer Tag. Wir trauern und wir weinen, crying, jede Sekunde, jede Minute auf unsere Kind, Willi. Es war ein Wunsch von Armin Kurtovic und seiner Familie, dass in diesem Jahr keine Politiker an den Gräbern mit ihnen um ihren Sohn Hamza trauern. Er fehlt jeden Tag. Wir hatten nicht die Zeit zum Trauern. Wir mussten ja alles selbst machen. Alles, was rausgekommen ist im Untersuchungsausschuss, was öffentlich wurde, haben wir gemacht. Der Untersuchungsausschuss in Wiesbaden hatte zum Beispiel bestätigt, dass der Notausgang am 2. Tatort Arena Bar in der Tatnacht verschlossen war und für Zeitnesser Hashemi und Hamza Kurtovic zur Todesfalle wurde. Wer ist dafür verantwortlich? Auf diese Antwort wartet Familie Kurtovic bis heute. Bestätigt wurde vom U-Ausschuss auch, dass der Notruf der Polizei Hanau in der Tatnacht unterbesetzt und das technische System seit langem veraltet war. Willi Paun hatte den Täter verfolgt, hier oben rechts in seinem Auto, und mehrfach erfolglos versucht, die Polizei zu erreichen. Er wurde von dem Rechtsterroristen erschossen. Die Bundesinnenministerin, die heute zum Gedenken nach Hanau kam, betonte, dass der Kampf gegen Rechts wichtiger denn je sei und versprach Unterstützung. Sie wissen, dass ich auch immer eingefordert habe, dass diese Fehler alle aufgearbeitet werden müssen. Und ich finde, dass wir das den Angehörigen auch schuldig sind. 9 junge Menschen wurden von einem Rassisten ermordet. Was in Hanau passiert ist, dürfe sich nie wiederholen, fordern die Hinterbliebenen. Was lief falsch beim Einsatz der deutschen Bundeswehr in Afghanistan? Eine Enquete-Kommission soll das aufarbeiten. Heute wurde der Zwischenbericht präsentiert. Das Urteil ist vernichtend. Der, Zitat, größte, teuerste, opferreichste Kriseneinsatz sei strategisch gescheitert. Ministerien hätten sich nicht hinreichend abgestimmt und personelle Ressourcen seien nicht ausreichend gewesen. Die Bundeswehr war im Juni 2021 nach 20 Jahren vom Hindukusch abgezogen.
Seit fast 2 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Städte wie Mariupol, Bachmut und jetzt Avdiivka sind unter russische Besatzung gefallen oder zerstört worden. Was es heißt, die Heimat zu verlieren, wissen die Menschen in Marinka im Osten der Ukraine. Bei der Evakuierung von fast 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Kleinstadt halfen die sogenannten Weißen Engel mit ihren weißen Rettungswagen. Über ihren Alltag eine Dokumentation unseres Kollegen Arndt Ginzel. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist Wasyl Pieper fast täglich unterwegs, Richtung Front. Es sind viele aus Marinka hierher geflohen. Die Menschen wollen nicht weg, trotz des Kriegs. Und sie haben sich gewöhnt an dieses Leben. Am Körper trägt Pieper eine Kamera. Die dokumentiert den Krieg seit 2 Jahren. Rückblick. Evakuierung, los! Geh rein, ich gebe dir die Tasche. Piepers Team rettet Zivilisten, die lange unter Beschuss waren und nun doch endlich weg wollen. Die Momente der Erleichterung, sie dauern nur kurz. 2 Soldaten sind schwer verwundet. Verdammt, unser Auto ist schon voll. Es ist voll mit Zivilisten. Wir nehmen einen mit. Nehmen 2. Die Verletzten müssen versorgt werden. Es bleibt wenig Zeit. Rustam, fahr schneller, fahr schneller! In dem Moment kam es mir vor, als würden wir stillstehen. Aber Rustam fuhr mit 120, 130 auf einer zerstörten Straße. Im Dezember 2023 müssen die letzten Bewohner Marinka verlassen. Wir haben sehr gut gelebt. Hätte es keinen Krieg gegeben, hätten wir weitergelebt, gelebt, gelebt. Es war gut. Menschen retten. Das wird Wasyl Pieper auch im dritten Kriegsjahr und mit seiner Kamera die Gräuel dokumentieren. White Angel, das Ende von Marinka, die ganze Geschichte des ukrainischen Polizisten Pieper, sehen Sie ab sofort in der ZDF-Mediathek und morgen um 20.15 Uhr im Live-TV. Ganz anderes Thema. Aufregende Zeiten für Filmschaffende. Ein Preis jagt den nächsten 3 Wochen vor den Oscars. Gab es gestern Abend den British Academy Film Award. Großer Sieger Oppenheimer. Der Film über den US-Physiker und Erfinder der Atombombe bekam gleich 7 Auszeichnungen, darunter die als bester Film. Überreicht von Michael J. Fox, der schwer an Parkinson erkrankt ist. 5 Preise gingen an die Komödie Poor Things, unter anderem für Emma Stone als beste Hauptdarstellerin. Kein Grund zum Jubeln hat gerade der FC Bayern, Norbert. Da herrscht Krisenstimmung. Ja, allerdings nach der 2:3-Pleite gestern Abend in Bochum. 3. Pflichtspielniederlage in Serie, während Tabellenführer Bayer Leverkusen von Sieg zu Sieg eilt. Der Druck auf Thomas Tuchel und auf die Vereinsführung wächst. Der deutsche Rekordmeister wirkt zurzeit wie ein x-beliebiger Bundesliga-Club. Trotz all der Stars 2:3 in Bochum. Die 3. Niederlage nacheinander. Fühlt sich an wie ein Horrorfilm, irgendwie, der nicht aufhört. Es ist immer ein Fuß momentan dazwischen. Es ist einfach, ja, läuft alles gegen uns. Und wie bei jedem Club ist bei der Suche nach den Ursachen der Trainer zuerst dran. Stimmt das Verhältnis zur Mannschaft noch? Was ist da los? Elemente einer Trainerdiskussion. Die gab es ja schon gefühlt die ganze Saison, auch weil sie Spiele gewonnen haben. Deshalb das ist für mich der Punkt schon vor ein paar Wochen erreicht, wo es mich nicht mehr tangiert. Tangieren dürften die Bayern die schwindenden Titelaussichten. 8 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen haben sich angesammelt. Ja, 5 Tore also in Bochum. 6 waren es sogar zuvor im anderen Sonntagsspiel. Freiburg gegen Frankfurt. 3-mal ging die Eintracht in Führung. 3-mal glich der SC aus. Ein echtes Fußballspektakel. Ein Spektakel, das durch Fanprotestaktionen Unterbrechungen erfährt. Nach 10 Minuten verletzt sich Frankfurts Kalajdzic ohne gegnerische Einwirkung, Diagnose Kreuzband und Bänderriss. Beide Teams zu Beginn defensiv stabil. Marmoush nutzt nach 27 Minuten den Freiraum, Führung für Frankfurt. Freiburg gelingt in der Begegnung immer wieder der Ausgleich, wie hier von Doan zum 1:1. Der SC sorgt in der Schlussphase durch Gregoritsch für den 3:3-Endstand und hat in der Nachspielzeit sogar die Chance zum Sieg. Wieder Gregoritsch, doch Tuta rettet.
Beide Teams müssen Donnerstag wieder ran, der SC in der Europa, Eintracht in der Conference League. Die deutschen Tischtennisfrauen sind nach dem 3:0 gegen die Slowakei ungeschlagen ins WM-Achtelfinale eingezogen. Ebenso wie die Männer. Im südkoreanischen Busan gewannen Dimitri Ovtcharov, Dang Chiu und Patrick Franziska gegen England ebenfalls mit 3:0. Ein Sieg im Achtelfinale? Ja, dann wäre auch die Olympia-Qualifikation geschafft. Die Frauen sind schon qualifiziert, weil die sind Europameisterin. Gut zu wissen. Dankeschön, Norbert. Am Aschermittwoch ist alles vorbei, oder? Nicht in Basel, da ging es gerade erst los mit 3 Tagen Straßenfasnacht. Pünktlich um 4 Uhr früh erloschen alle Lichter. Auftakt zum Umzug mit 20.000 verkleideten Aktiven. Die bedeutendste protestantische Fasnacht der Welt, UNESCO-Weltkulturerbe. Die Fastenzeit beginnt Donnerstag früh und geht auch dort bis Ostern. Heute Nacht überquert uns Regen, der morgen ostwärts weiterzieht. Dann kommt auch mal die Sonne heraus. Wo, sagt gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal um 9:45 mit Marietta Slomka. Und hier übernimmt morgen Mitri Sirin. Einen schönen Abend Ihnen noch und auf bald. Guten Abend. Das wird wieder eine sehr wechselhafte Wetterwoche. Dieses Hoch, das verzieht sich in Richtung Atlantik und bei uns dominieren die Tees. Diese Wolken bringen Regen mit, das sehen Sie an der blauen Farbe. Das Hellrote, das ist der Schnee, der beschränkt sich bei uns in Mitteleuropa doch aber eigentlich nur auf die Alpen. Heute Nacht zieht Regen über uns hinweg, von West nach Ost. Dann lockern die Wolken im Norden und im Westen schon wieder auf. Die Temperaturen sinken auf 7 Grad rund um Berlin und bis 3 Grad in der Eifel und am Alpen. Rand. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen. Sonst werden meist Werte um 10 Grad erreicht. Milder wird es dagegen am Oberrhein, auch im Breisgau mit 13 Grad. Der Regen der Nacht zieht morgen über Tag dann ostwärts aus Deutschland raus. Dann ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkend. Am freundlichsten wird es am Oberrhein. Der Mittwoch wird insgesamt auch ganz freundlich. Am Donnerstag aber setzt dann kräftiger Regen von Westen ein. Und dann in der Nacht zu Freitag droht tatsächlich Sturm. Danach wird es deutlich kälter. Dann könnte es am Alpenrand schon wieder für Schneeregen reichen. Guten Abend.